Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Easy Credit Basketball Bundesligaspiel der BG Göttingen gegen die MLP Academics Heidelberg. Das Spiel endete 87 zu 81. Es waren heute 3.700 Zuschauer in der ausverkauften Lockhalle. Zu meiner Rechten begrüße ich Jonas Isalo, Head Coach der MLP Academics Heidelberg, und zu meiner Linken Will Moores, Head Coach der BG Göttingen. Ich bitte Jonas Isalo um sein Statement. Your comment on the game, please. Yeah, congrats to Göttingen for the win. And I played outstanding basketball throughout the season and played a very good game also today. I thought the atmosphere and the event was really nice here. This was my first time in the locale, so thanks for the organization and the fans of the event. About our team, we came out very well into the game. We did those things that we talked about that can get us a win on the road. We had offensive rebounds. We got points in the paint. We were able to create open shots, force Göttingen to shoot a lot of off the dribble shots. And then second quarter on, it was pretty much in control of the home team. They dominated us inside. We didn't do a good job at all in the rebounds or post defense, and got sealed a lot inside, and then guards started to be in the paint, and all those killers that Göttingen has done so well throughout the season, and unfortunately we were unable to take those away. We don't have a lot of time for recovery. We play on Saturday at Ulm, so we gotta start focusing on that game. Right from the get-go. Thank you very much. Dankeschön. Jonas Isalo, dann bitte ich Will Moores um sein Statement zum Spiel. Ja, sehr zufrieden mit der Sieg und auch mit unserem Spielniveau. Ich bin hauptsächlich einverstanden mit meinen Kollegen. Ich glaube, das war ein schwieriges erstes Viertel. Offensiv waren wir noch ein bisschen drin, aber defensiv hatten wir keine Kontrolle. Zu einfache Punkte im Post. Die Fans haben uns, glaube ich, dann geholfen, um wieder im Spiel zu kommen. Es war eine sehr, sehr, sehr gute Stimmung. Macht Spaß zu spielen, glaube ich, aber auch zu coachen. Und dann die letzten drei Viertel habe ich eigentlich sehr gutes Basketball gesehen von meinem Team. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt nach dem Bamberg-Spiel, wo wir nicht zu viel, aber viel zu viele Ballverluste hatten. Und heute habe ich unglaubliche Ballbewegungen gesehen. Ich habe 7 Ballverluste gesehen. So eigentlich alles, was man machen muss, haben wir fast gut gemacht, die letzten drei Viertel. Vielen Dank, Will Moores. Gibt es Fragen vielleicht erst an Jonas Isalo, damit er dann gehen kann, wenn keine Fragen mehr an ihn sind? Das ist nicht der Fall. If you want to leave, you can. Thank you. So, dann Fragen an Will Moores, bitte. Alter Gleitzer. Ja, ein Wort zu, oder ein paar Worte zu Harper Kemp, der ja heute sein 150. Spiel für die BG gemacht hat und seinen bisherigen Rekord überhaupt in den 150 Spielen übertroffen hat mit 29 Punkten. Wie kann man in der Lage sein, mit 33 oder 34 ist er, eine solche Top-Leistung noch abzurufen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat viel zu tun mit seinem Charakter, weil er hatte auch Schwierigkeiten körperlich die letzten Wochen, aber Harper ist ein Spieler, der in solchen Spielen immer bereit ist, und er hat einfach ein unglaubliches Spiel gemacht, an beiden Seiten eigentlich vom Feld. Ich will natürlich die anderen nicht vergessen, weil er kann das auch nur machen, wenn die anderen da sind, aber ich glaube, er kennt auch die Atmosphäre hier, und er hat viel, viel Lust zu spielen. Was aufgefallen ist, dass ja Harald Frey schon relativ früh sein zweites Foul gekriegt hat. Warst du damit zufrieden, wie sie ihn kompensiert haben, dass du also dann auch Giotis und Messeling bringen konntest, ohne dass es ein Bruch gab? Du musst es ja ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass das Harald nicht gleich sein drittes Foul wieder kriegt.
Ja klar, das ist kein Geheimnis, glaube ich, dass wir Harald und Gino brauchen für die Kreativität. Ja, okay. So, wenn einer relativ schnell zwei Fouls hat, das hilft uns nicht wirklich. Ich finde, dass heute Giotis hat defensiv seinen Job gemacht und ich finde, dass Max Besseling defensiv, aber auch offensiv ein sehr gutes Spiel macht. Und das brauchen wir auch von diesen Jungs. Sicher, wenn ein wichtiger Spieler fehlt, dann müssen andere Jungs eigentlich kompensieren. Und das haben die jungen Spieler gut gemacht. Ja. Oh, du hast auch viele Basketballspiele schon erlebt. Hast du so eine Atmosphäre schon mal erlebt in deiner Karriere? Ich habe schon viele gute Atmosphären erlebt. Diese Atmosphäre ist klar auch sehr, sehr gut. Die Halle ist auch ein bisschen speziell, muss ich sagen. Aber ja, in Belgien haben wir auch einige Hallen, die so Konzerthallen, wo wir manchmal spielen. Das sind auch immer ja, solche Spiele eigentlich. Aber okay, ich kann nur ja, Danke sagen an unsere Fans. Sie waren unglaublich. Ich glaube auch, dass sie auch Spaß hatten und dass es Samstag wieder losgeht. Gino Krendel ist zum Schluss von den Fans auch ziemlich gefeiert worden. Wie hast du ihn heute gesehen? Zu Recht. Ich fand okay, in Bamberg, finde ich, dass er ein unglückliches Spiel hatte, obwohl er 24 Punkte hatte. Hat er auch ja, viele kleine Sachen gemacht, die vielleicht uns der Sieg kosten. Aber heute war er sehr, sehr stark. Harald war eigentlich nicht unglaublich im Spiel, aber Gino hat das gut kompensiert mit Punkten, aber auch mit Assists, Rebounds. Er hat fast ein Triple-Double. Also sehr starkes Spiel von ihm. Auch defensiv sehr gut. War die Steigerung in der Defensive der Schlüssel zum Sieg? Ja klar, wenn wir vier Viertel verteidigt hatten wie das erste, hatten wir keine Chance, das ist klar. Wir waren immer einen Schritt zu langsam. Vielleicht war das die Atmosphäre, die ein bisschen, aber sie haben gut reagiert, das ist das Wichtigste immer. Und eigentlich war das Unterschied im Spiel vielleicht größer selbst als 6 Punkte für mich. Gibt es weitere Fragen? Wie ist der Plan morgen? Training? Der Plan morgen ist, dass wir ein nächstes Spiel vorbereiten müssen. Ja, leider können wir das nicht so lange genießen. Wann ist Training? Wir haben 12 Uhr, haben wir erst ein Video und dann gehen wir in die Halle. Trainiert ihr morgen hier oder hier? Ne? Ja. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns hier am Samstag wieder. Ja.